Liebe Freundinnen und Freunde unserer Draußengottesdienste, wir laden Sie ganz herzlich ein zu einer neuen Andacht. Kommen Sie mit! Liebe Freundinnen und Freunde unserer Draußengottesdienste, seien Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Andacht. Heute bin ich an einem ganz besonderen Ort, der mir sehr am Herzen liegt, an der Kirche Notre-Dame in Paris, die ja durch einen Feuerschlag beschädigt worden ist. Und jetzt sieht man die Aufbauarbeiten schon. Vom Betrüger zum Namensgeber des Gottesvolkes. Was für eine Geschichte von Veränderung, was für eine Geschichte von Segen. Wer könnte das erzählen, wenn nicht die Bibel? Jakob wurde zu Israel. Und wir wollen heute einmal schauen, was der Segen bedeutet. Der Segen ist ja nicht nur der Segen für die Taufe oder für die Trauung, sondern es ist auch der Segen, den die Mutter dem Kind gibt, wenn sie es zur Schule schickt. Oder der Segen am Eintritt zum Berufsleben oder der Segen zum Eintritt in den Ruhestand. Sie können also sich in der Kirche segnen lassen bei verschiedenen Lebensstationen. Dazu möchten wir Sie einladen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Andacht. Amen. Hören wir auf die erwähnte Erzählung aus dem 32. Kapitel des Buches Mose. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und nahm seine beiden Frauen und die beiden Nebenfrauen und die 11 Söhne und brachte sie an eine seichte Stelle über den Fluss Jabbok. Auch alle seine Herden brachte er dorthin an den Fluss. Nur er alleine blieb zurück. Da trat ihm ein Mann entgegen und drang mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der andere sah, dass er Jakob nicht niederringen konnte, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk, sodass es sich ausrenkte. Dann sagte er zu Jakob, lass mich los, es wird schon Tag. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wie heißt du? Fragte der Fremde, und als Jakob seinen Namen sagte, sagte der, du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit den Menschen gekämpft und hast gesiegt. Jakob bat ihn, sag mir doch deinen Namen. Aber er sagte nur, warum fragst du? Und segnete ihn. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, rief Jakob, und ich lebe noch. Darum nannte er den Ort Penuel, als Jakob den Schauplatz verließ, ging die Sonne über ihm auf. Er hinkte wegen seiner Hüfte. Und bis zum heutigen Tag essen die Leute von Israel, wenn sie Tiere schlachten, den Muskel über dem Hüftgelenk nicht, weil Jakob auf diese Stelle geschlagen wurde. Liebe Freundinnen und Freunde da draußen Gottesdienste, es ist mitten in der Nacht. Jakob, der viele Jahre zuvor vor seinem Bruder Esau geflohen war, steht am Grenzfluss Jabbok und hat Angst. Angst vor der Wiederbegegnung mit seinem Bruder, Angst, ob dieser seine Familie und seinen Besitz verschonen wird. Wie wird ihn sein Bruder Esau empfangen? Wird er sich nun an Jakob rächen, nach all dem, was dieser ihm vor Jahren angetan hat? Jakob steht am Grenzfluss zu seinem alten Leben, voller Angst hin und her gerissen zwischen der Schuld, die er auf sich geladen hat, und dem Zweifel, ob ein Neuanfang möglich ist, zerrissen zwischen der Erkenntnis, dass er sein Leben ändern muss, und der Furcht, seine Chance längst verspielt zu haben. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Die ganze Nacht dauert dieser Kampf. Jakob wird verwundet, er wird gezeichnet, aber er gibt nicht auf. Er lässt den Angreifer nicht los, denn er ahnt, hier ringe ich um mein altes und zugleich um mein neues Leben. Es ist ein Kampf um einen Neubeginn, deswegen an dem Grenzfluss. Ein Leben in einer neuen Perspektive. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. So nötigt Jakob den Angreifer. Und erst als dieser ihn segnet und die Nacht der Morgenröte weicht, erkennt Jakob, dass es Gott selbst war, mit dem er hier gerungen hat. Wie stelle ich mir das vor? Da ringt einer mit Gott. Um ihn herum ist Nacht. Angst hat ihn überwältigt. Den eigenen Weg kann er nicht mehr erkennen.
Wo bist du, Gott? Und wer bist du? Wie kann ich dich erkennen? Bis ins Tiefste hinein sucht er nach dem, der so weit weg scheint. Jakob, der nach menschlichen Maßstäben ja alles erreicht hat, in dieser Nacht ist er ganz auf sich gestellt. Wohin soll ich fliehen, Gott, vor deinem Angesicht? Wohin mit meiner Angst, wenn nicht zu dir? So erkenne ich mich selbst in Jakobs Kampf am Jabbok wieder. Denn wenn ich mir gegenüber selbst ehrlich bin, dann kenne ich auch diese Momente, in denen ich den eigenen Weg nicht mehr sehen kann, in denen ich nicht mehr weiter weiß, wo das Vertrauen fehlt. Immer wieder ist es ein Ringen, anstrengend, verletzend und doch von einer Tiefe, die mich neu aufstehen und neu leben lässt. Ob Gott selbst mich in diesen Momenten festhält, ob Gott mir Raum für dieses Ringen gibt, er ist es, der mir neuen Mut schenkt, der mir den neuen Horizont eröffnet und mir Segen gibt an diesen Momenten des Übergangs. Wie kann unser Weg durchs Leben aussehen? Und wer hilft uns an einem neuen Lebensabschnitt, an so einer Furt, wie es die Furt am Jabbok war? Haben wir den Mut, neue Wege einzuschlagen und gleichzeitig darauf zu vertrauen, dass nicht wir es sind, die unser Leben in der Hand haben. Der Weg ist nicht leicht und die Furt im Fluss ist im Dunkeln schwer zu erkennen. Doch in dieser Nacht bringt der Segen für Jakob die Wende. In der Nacht wird er mit seinem bisherigen Leben konfrontiert. Um eine neue Perspektive muss er ringen. Sie wird ihm nicht einfach geschenkt, er muss sie um sie ringen. Doch mit dem Segen wird für ihn der Aufbruch in ein neues Leben möglich. Aus der Nacht wird ein Morgen. Aus dem Betrüger Jakob wird Israel, der dem Gottesvolk seinen Namen gibt. Aus dem, der bisher menschlichen Segen auf unehrliche Weise erschlichen hatte, gerade aus ihm, wird der von Gott gesegnet. Diese Nacht verändert Jakob zutiefst. Gezeichnet und gesegnet kann er seinen Weg nun gehen, über den Fluss hinweg zu seinem Bruder Esau, im Vertrauen darauf, dass Versöhnung möglich ist und Zukunft sich eröffnet, weil Gott dabei ist. So wagt Jakob schließlich den Weg über den Jabbok und demütig, hinkend und gezeichnet geht er seinem Bruder Esau entgegen. Sie fallen sich um den Hals und beide weinen um ihr altes Leben, weinen um die verlorenen Jahre ihres Zorns. Sie weinen aber auch in dem errungenen Wissen, dass Gott sie nicht verlassen hat und dass sie nun versöhnt sind. So werden durch den Segen Versöhnung und Neuanfang möglich. Amen. Die Geschichte von Jakob am Jabbok erzählt vom Ringen, vom Kämpfen, vom Suchen. Aber sie erzählt auch davon, dass gerade in diesem Ringen ja Segen liegt. Die Kirche will niemandem die Türen verschließen, sondern reichlich von dem Segen weitergeben, der ihr geschenkt ist. Trauen Sie sich zu rufen, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn? Gott wird sich von uns finden lassen und uns mit seinem Segen auf unseren Wegen in die Zukunft begleiten. Amen. Geht hin im Frieden Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf zu dir und schenke dir Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag.